und herzlich willkommen hier zurück bei Prop Hunters auf Kellerkind.org. Wir befinden uns in einer lustigen Welt, die sich Minekraft nennt, aber sie trotzdem runde Objekte hat, was sehr verwirrend ist, nicht wahr, Chief? Ja, was ist das, ein rundes Objekt? Ich kann es nicht sagen, aber wenn ihr euch dahin verwandelt, werde ich euch da vielleicht finden. Ich sehe ein rollendes Fass. Ich sehe ganz viele rollende Fässer. Das ist sehr verwirrend. Du hast 11 Minuten? Alter, ist ja geil. So! Weil so richtig Minecraft-mäßig sieht diese Karte jetzt ja eigentlich nicht aus. 11 Minuten ist natürlich schon brutal. Dadurch werden die Folgen ja auch extrem lang. Aber die letzte Folge, die wir hier mit Prop Hunters gespielt haben, war ja jetzt auch schon knapp 45 bis 50 Minuten lang. Ey, wir können das ja dementsprechend anpassen. Alternativ mache ich so, dass ich die Folgen dann auf 25 Minuten runtertrimme, beziehungsweise aufteile, dass wir dann jede Woche Prop Hunt senden, aber dafür immer dann halt nur die Hälfte. Könnt doch sowas nicht in der laufenden Aufnahme besprechen. Doch, die Zuschauer sollen damit eingeschlossen werden und unten in die Kommentare schreiben, was sie davon halten. Jede Woche Prop Hunt, dafür in schönen Portionen oder alle 2 Wochen Hardcore Prop Hunt, fast eine Stunde. Das ist sehr verwirrend, dass ich hier Lautsprecher vor mir habe, die ordentlich Musik machen. Ach ja, stimmt, Taunton, sorry. Aua, verdammt. Oh. Ich war eine Melone. Ich war eine Melone. Ich hab minus 16. Boah, der Raum hier ist ja fies. Oh, ich kenne den fiesen Raum gar nicht. Du musst mal mit der Maus klicken, dann siehst du meine Ansicht. Sehr gut. So, erste Runde. Hat doch keine 10 Minuten gedauert. Ja, super. Das war ein bisschen peinlich, ja. Der Taunt hat aber auch nicht aufgehört, das war ein sauer langer. Ja, ich hab aber auch die ganze Zeit da oben Rockmusik. Aua! Alter! Was? Hier sind 10.000 Fässer von der Decke gefallen. Was war das denn? Ich bin gerade gestorben. Ja, ich merk's deshalb. Böse Karte. Oh mein Gott, hier fallen Fässer von der Decke. Ist ja übel. Ja, die Kopf fallen alle runter, wenn die Karte startet. Ja, Speedy was crushed to death. Wenigstens hast du keinen Kill dafür. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin dem Tod selbst nur knapp entkommen. Beziehungsweise, ich kann Jeef nicht unterstützen, dafür hat er aber auch nur 4 Minuten. Das ist bescheuert. Meine Karte ruckelt. Ja, die Karte ist doof. Ich hatte euch die Wahl gegeben, Cluedo oder Minecraft. Jetzt sind wir wieder schuld. Ja. Darkness Room. Shiny Darkness Room. Ja, ich glaube, irgendwas stimmt mit den Props nicht. Also mit... Irgendwas stimmt mit der Grafik nicht, was auch immer. Also wenn du da reingehst und zu deiner Rechten den letzten Raum auf der rechten Seite, den finde ich fies. Der ist echt schickrig, ne? Meinst du den Boilerraum hier? Den schwarzen Raum, meine ich. Ja, da, der schwarze Raum war. Ist fies. Aber der Boilerraum ist auch ein bisschen amnesia-mäßig unheimlich. Okay, hier liegt so viel Zeug. Und nichts davon war Imker. Also das ist wirklich, das ist nicht Minecraft hier, das ist Amnesia, ganz ehrlich. Und hier oben ist eine Musikanlage, warum? Die verwirrt so mich. Ja. Ich bin, sagen wir mal so, ich bin von der Musikanlage so weit entfernt, dass du mich auf alle Fälle hören kannst. Das ist beruhigend. Ich sehe meine Arme durch die Map durch bei Jeef. Ich erkläre diese Karte hiermit für doof. Oh, jetzt habe ich was gehört. Oh Gott. Aha! Oh verdammt, ich bin gestorben. Tja, das ein Punkt Abzug, ne? Weiß ich nicht. So, Runde 3. Ah!
ist auch gerade was auf den Kopf gefallen. Ja, das mir ist auch. Lebensgefährlich. Mir ist auch gerade was auf den Kopf gefallen. Aber Runde 3. Chief, lass uns verstecken. Meinst du? Ja, meinst du? Minecraft? Minecraft? Und die Tons sind schön. Was haben wir denn noch? Agatha Bauer! Agatha Bauer! Gibt's hier noch ein zweites Stockwerk oder so? Weil ich höre definitiv was aus. Oh Gott, hier diese Anlage ist fies. Ja, die ist wirklich doof. Ich glaube, die Zeit, die du hast, bemisst sich einfach an der reinen Menge an Props. Weil von der reinen Größe her ist diese Karte sehr viel kleiner als die Firefly. Würde ich sagen. Auch sehr viel geradliniger, aber es liegt halt tonnenweise Zeug rum. Und als Prop hat man keine, keine Scheinwerfer. Gangnam Style. Ah, ich kann mir Zeit lassen. Ding, 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 ding. Ich will jetzt mal dieses, dieses mit Thomas, der mit der Lokomotive. Oh mein Gott! Was denn? Deswegen habe ich das von hier gehört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie heißt es? Move Thomas Loud. So großartig. Ich brauche das bitte als vollständiges Lied. Als MP3 hast du es auf deinem Rechner drauf liegen, dadurch, dass du es dir von mir gezogen hast. Ja, nee, ihm geht's aber um Vollständigkeit. Das gibt's, glaube ich, nicht länger, aber du darfst gerne es auf YouTube suchen. Alter! Ach, Nostalgie. Fuck! Wollten wir nicht eigentlich über DuckTales sprechen? Jetzt gerade im Moment muss ich mich mit der Half-Life Physics Engine rumärgern. Bestraft mich das Spiel auch noch. Was ist denn der längste Taunt, den wir haben? Steht doch dahinter, Zeit steht doch dahinter. Ja, ich bin gerade am gucken. Ich habe einen mit 39 Sekunden. 43 Sekunden Satisfaction. Ah, den hatte ich schon, langweilig. Dann will ich jetzt den mit 39 Sekunden. Radio. Moment, wo ist er? Da, okay, meine Vermutung ist, es ist Radio Gaga. Nein. Fallout. Das klingt mehr nach Bioshock, ehrlich gesagt. Kann auch sein. Bethesda ist Bethesda. Ich wollte doch nur alle Fanboys jetzt aufregen. Du meinst EA. Bioshock, stimmt. Als wäre diese Karte nicht schon gruselig genug. Ja, Bioshock ist nicht von EA. Ja, deshalb ja. Fallout auch Alter, nicht. Alter, tauntet mal ein bisschen. Ich taunte die ganze Zeit. Mein Taunt ist gerade 13 Sekunden gelaufen. Yes! Wie mach ich denn die... Ah! Ach du meine Güte!
Ach du mein Güte, hier geht's ja noch weiter. Echt? Wo? Oh Gott, so spricht er in Englisch? Au! So, das war Nummer 1. Du kannst übrigens deine Taschenlampe benutzen. Achso, machst du auch. Ja. Dadurch ist mir gerade aufgefallen, dass es hinten weitergeht. Ich kam mir so in den Gang und dachte, hier wäre fertig. Deswegen ich glaube, ich habe mich eben bei der Runde. Die ganze Zeit. Ich glaube, so. Ich muss mich bei den Zuschauern entschuldigen. Ich habe in der letzten Folge scheinbar ein oder zwei Runden unterschlagen. Weil ich mich gerade dabei ertappt habe, dass ich den Tod in meiner Liste hier zeitlich markiert habe. Und das eben einfach als Rundenwechsel gelesen habe. Upsi. Also jetzt sind wir gerade in Runde 3. Ja. Kriegen wir schon alles hin. Move, bitch, get out of the way. Gott, immer noch 5,5 Minuten. Nicht mehr da. Wer weiß? Bedoing. Die Karte gefällt mir. Ja, ich glaube, ich erwärme mich ein bisschen für sie. Ist auf alle Fälle erheblich schneller als die andere. Ich hatte halt damit gerechnet, dass ich hab gerade Schaden gekriegt. Ja, also sei das... froh, dass du nicht gestorben bist. Die Hunter scheinen genau an der Stelle zu starten, wo der ganze Kram runterfällt. Oh, nicht schlecht. Okay, das wäre dann jetzt Runde 4. Verbessert mich in den Kommentaren, falls ich es versauen Jupp, sollte. Jupp, ist Runde 4. Go away or I shall taunt you a second time. Go, 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 Power Rangers. Verdammte Melonen. Echt, wer verkleidet sich dann als Melone? Melonen! Taunting! Oh, da habe ich irgendwas ganz leise gehört. So, vergleichsweise deutlich. Mein Gott! So, da war er schon mal nicht drin. Ich liebe dieses Lied. Er ist draußen, gell? Geh mal so weg. Ich wette, er ist eine von diesen Kisten. Wohl dafür ist es eigentlich zu leise. Oder? Gibt's hier einen Raum drunter? Speedy's going berserk, I think. Aber ernst? Man kann die Kisten auch zerdrücken mit anderen Kisten. Manchmal. Aber das kam von hier. Ist hier ein Raum drunter? Ah, ich weiß. Speedy, folge mir. Bestimmt hier irgendwo drin. Wo bist du? Im Boilerraum. Taunten bitte. Jetzt sind alle Melonen weg. Ich höre ihn nicht. Taunten bitte. Taunten? Tauntest du? Ja, ich bin dabei und ich bin draußen. Ihr hattet mich eben fast erwischt. Ich glaube, er ist eine der Milchflaschen. Nee, habe ich gerade alle zertrümmert.
Sound doch nochmal. Ich bin die ganze Zeit dabei. Ich höre nichts. Ich aber auch nicht. Ich kann nichts anderes machen, weil der ist ewig lang. Das ist dieses Spooky-Zeug. Ich höre nichts. Und ich höre ja alles, was G fährt. Dreh dich mal um, Jeef. Rechts und geradeaus. Rechts in der Ecke. Hinter dem Kürbis rechts. Aha! Verdammt. Ich war erst eine von den Kisten und als der Speedy dann mit seinem Havoc angefangen hat, bin ich da rausgesprungen als Kiste und ihr habt es nicht gesehen. Und nee, dann hab ich mich als Dose verkleidet. Wir waren zu sehr damit beschäftigt, Kisten zu vernichten. Au! Ich stehe unter dem Baum, ich wurde nicht getroffen. Ich auch nicht. So, das ist dann jetzt 5 oder Runde 5, ja. Okay. Alter Vater. Oh mein Gott. Ihr kamt mir am Anfang schon ziemlich nah. Ich hab zu früh losgetauntet am Anfang. Beware, beware. Bioware. Das mit den vielen Kürbissen hier ist echt fies. Viele Kürbisse sind fies. Na, das wäre ein gutes. Au! Ich wurde tot getan. One of the bottles is not like the others. Diese Karte ist eindeutig etwas, Spezialgebiet. Ja. Ja, das Orten funktioniert bei mir halt einfach super. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir bei dir mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Soundtreiber aktualisieren oder was weiß ich. Bei mir passt das Punkt genau. Ich gucke in eine Richtung und höre das. Ich höre es nur poltern um mich rum. Unglaublich. Kann das sein, dass wir alle immer am gleichen Punkt starten? Ja. Ja, wir stehen alle zusammen. Bei den anderen Karten war es ja immer recht zufällig, oder erinnere ich das gerade falsch? Vielleicht haben sie hier nur eine Spawnfläche hingesetzt. Ja, das meine ich ja. Ja. Vielleicht. So, aber das kann nur eins bedeuten, nämlich dass MK in der Nähe ist. Warum? Wir starten alle immer am Anfang. Das war ich. Er kann nicht weiter als 2 Kilometer von hier entfernt sein. Ist im Haus, ich kann es spüren. Hier ist eine Lampe umgefallen. Das kann kein Zufall sein. MK war hier. Ah! Also dreimal verstecke ich mich nicht an derselben Stelle, Jeef. Das kann ich dir auf alle Fälle. Wo war Sehr gut. Draußen eine Flasche, aber auf der anderen Seite von draußen. Ach, immer diese andere Seite von draußen. So, ich suche mir jetzt ein richtig gutes Versteck. Jetzt hauen wir aber gerade den Turbo rein. Ja, ist doch super. Ah, Dinge! Ich bin jetzt im Haus gespawnt, interessanterweise. God's watching me do number 2. Oh, was? Man, I'm a sinner. Was? God's a pervert. Hä? Ja, bist du irgendwie weggerutscht und bist von einem Gegenstand zerdrückt worden. Half-Life-Physik, wie gesagt. Habe ich mich eben schon drüber gefreut. So, das heißt, ich muss nur einen finden.
Gib den Tipp, meiner ist gemein. Ich kann ja, nicht mal taunten. Also wessen Punkt zählt das eigentlich, wenn man von der Physik-Engine getötet wird? Ja, keinen. Das gibt keinen Punkt. Beruhigend. Ah, wenn man nicht in den Raum hineingeht, strahlt die Musik auch nicht. Der Musikraum? Ja. Wenn man nur cool. Die Tür öffnet, dann bleibt die Musik aus. Tauntest du? Die ganze Zeit. Das kann ich bestätigen. Oh, meine Ohren. Du bist jetzt nicht wirklich da oben in dem Musikraum. Das ist nicht nett. Wo bist du denn? Ah, das Interessante ist, die Stereoanlage macht keine Musik, wenn sich hier drin jemand versteckt. Echt? Hm. Wer hat sie gerade aufgehört zu spielen? Vielleicht spielt ihr auch nur eine bestimmte Zeit lang. Ich weiß nicht, findet ihr das merkwürdig, dass da zwei Couchen aufeinander rumstehen? Nein. Keineswegs. Stimmt. Das Video erstickt gerade neben mir. Ich esse nebenbei gerade Gummibärchen, weil ich eine Bequem gemacht habe. Du hast nicht punktgenau oben drauf gelegen. Tja. So, jetzt Runde 8, 9? Runde 8. Die Lichtstrahlen der Hunter sehen cool aus. Erschlag mich nicht. Danke. Hätte ja klappen können. Bei mir sah das aber eigentlich ganz okay aus, wie ich da saß. Also super Punkt, so. Genau liegen ja auch die normalen Tropfen miteinander. Das fieseste Versteck aller Zeiten. Ich wette, er ist wieder draußen. Ich sage, er ist drinnen, um uns zu verarschen. Verarschen stimmt auf jeden Fall. Push me! Irgendwas höre ich. Ja. Ernsthaft, so groß ist diese Karte ja nicht. Sie hat aber viele verwinkelte Ecken. Ich würde vorschlagen, schaut auch mal nach oben. Oder auch nicht. Das war ich nicht. Ah. Hör auf, mich sehen zu können. Grinsen. Gerne so, Santa Claus, you better not shout, you better not cry, das wäre cooler. Schick mir einen YouTube-Link. Ich stark, Kerl. Das bin ich auch nicht. Aber ich möchte sagen, du kommst näher. Wer von uns beiden? Tja. Ein bisschen nach rechts oder nach links. Speedy, ich mag diese Karte nicht. Ember ist zu gut in ihr. Oh Gott. Oh Gott.
ist im Brunnen, habe ich recht? Wer weiß? Ah! Obwohl, wie solltest du da reingekommen sein? Da komme ja schon da ich nicht rein. Doch, jetzt bin ich drin. Du weißt, wenn du Steuerung und Springen drückst, kannst du Duckjump machen und. Ne? Wenn ich Let's Steuerung more taunting. Drücke. Ich glaube, hier ist er nicht drin. Ich höre auch nichts. Aber Jeef, ich kann dich beruhigen, das bin ich auch nicht. Junge! Au! Fuck! Wo war er? Mann. Wenn du in das Gebäude reingegangen bist, hast du links unten so ein kleines Gitter gehabt. Das hat auf E reagiert. Echt? Da war ein Raum dahinter. Ja, da kann man durch. Oh, das muss ich gleich mal. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das als Punkt zählt, weil als ich gestorben bin, warst du schon tot. Du bist durch meine Hand gestorben, das zählt. Durch meine Hand gestorben. Tatsache, hier kann man durch. Wenn das mal fair ist. Was denn, Speedy hat mich doch gefunden. Also, alles gut. Jeef? Ja? Du hältst die ganze Zeit die Taste gedrückt. Way. Vorletzte Runde, wenn ich richtig gezählt habe. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Bum. Bum. One of the things is not like the other. Seid ihr auch beide fleißig am Tonnen? Ja, die ganze Zeit. Das ist sehr gut, dann bin ich erfallen. It might be a tumor. It's not a tumor. It's not a tumor. Ich wusste doch, dass ich hier richtig bin. Um sich in meinem Versteck zu verstecken, ist eine scheiß Idee. Yay, Lady Gaga! Okay, Jeef ist auf alle Fälle schon mal nicht hier, das ist schon mal angenehm. Ich danke mich. Danke dir recht herzlich. Aua! Und das Versteck hatten wir auch schon mal. Ich weiß, dass da eine gerade Anzahl Stühle steht. Ich geb dir gleich eine gerade Anzahl Stühle. Letzte Runde! I'm very observant. Oh, Map Voting. Das hatten wir ja noch nie. Doch keine letzte Runde, Schweinerei. Tja. Hey, ich hab gewonnen. Ich hab anscheinend grandios gewonnen. Na, ich hab gewonnen. Ich hab 13. 13 Punkte. Ist ein Ping. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von Prop Hunt wieder. Danke fürs Einschalten. Ciao. 15 Punkte. Tschüss. 16, ich werde immer besser.